Hallo und jetzt kommt zu einem neuen Video. Ich mache heute eine Challenge in Skywars. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, habe ich ein neues Texture Pack und das liegt halt daran, weil ich die Challenge machen werde, die Phasen vor ein paar Tagen mal gemacht hat. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, da hat er eine Challenge gemacht, da wo die Herzen halt hier unten weg sind, man die Rüstung von anderen und von sich selbst halt nicht sehen kann, man die Rüstungsbalken nicht sieht. Und dass man die Kisten halt auch nicht sieht. Und ja, er hat halt im Video gesagt, dass man das halt auch selbst ausprobieren darf. Und der hat halt auch das Texture Pack unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und Gott, bin ich gerade schlecht. Und ich wollte die Challenge einfach mal selbst austesten, um zu gucken, ob die wirklich so schwer ist, wie der gesagt hatte. Weil er hatte zwar die Challenge gemacht, aber irgendwie hat er gesagt, dass es die schwierigste Challenge sein wird, die er jemals gemacht hat auf seinem Kanal. Aber er hat ihn nach 2 Versuchen schon geschafft, deswegen weiß ich nicht, ob die wirklich jetzt so schwer ist, wie der gesagt hat. Aber auf jeden Fall, stimmt dir das, da ist ja die Kiste. Ich wollte die Challenge einfach mal selbst austesten, wie schon gesagt. Und, oh Gott, da kommt schon einer, warte. Ich muss gerade ein bisschen sortieren und jetzt kann ich halt euch zeigen, dass man die Rüstung von dem nicht sieht. Es kann halt sein, dass der Fuldia ist, aber es kann halt auch sein, dass der nix hat. Man weiß es halt nicht. Okay, er hat nix gehabt. Habe ich einen Wassereimer? Nein, natürlich nicht. Aber den Trank habe ich. So. Da kommt auch schon der nächste Typ an. Und ich habe... Der war Pyro. Oh, oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Was hat der denn? Hat der dieses... Ja, der hat dieses Kaninchen-Kit. So, gut. Da habe ich den jetzt auch bekommen. Irgendwie haben die Spieler gerade nicht die beste Rüstung. Ich dachte, die würden jetzt auf mich draufspringen, weil die irgendwie gute Rüstung haben. Aber irgendwie... Naja, die haben jetzt nicht die besten Sachen. Okay, ich bin auch schon fast Fuldia, wie man hier unschwer erkennen kann. Und der nächste Spieler ist halt in diese Richtung. Und deswegen werde ich da jetzt hingehen. Okay, da sehen Sie einen Spieler, der sich gerade hochbaut und noch weiter hochbaut und mich anguckt und jetzt zu mir baut. Ich werde angerufen. Okay, Leute, tut mir leid, ich wurde gerade angerufen und da musste ich halt jetzt dran gehen und ja, ich bin halt währenddessen gestorben. Nee. Naja, wir sehen uns jetzt einfach in der nächsten Runde. So, da bin ich jetzt in der nächsten Runde und auf der Map Ferry und... Oh Gott, ich wollte gerade den Ofen öffnen, ich dachte, das wäre die Kiste. Und nachdem die Runde von gerade eben jetzt nicht so gut lief... Oh Gott, wieso ist es denn hier so dunkel? Das Texture Pack ist ja mega dunkel. Naja... Die Runde von gerade eben lief jetzt nicht so perfekt, so wie ich es wollte. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, ich habe ein paar Kills gemacht. Und da habe ich jetzt auch schon ein Rückschlussschwert und mega gute Rüstung. Ich brauche ein paar Diamanten. Habe ich auch schon fast Fuldia. Das ging schon ein bisschen schneller als erwartet. Ich mache das und das. Keine Ahnung, ob das andersherum schlauer gewesen wäre, aber ich habe es jetzt einfach so gemacht. So, ich baue jetzt einfach nochmal hier ein paar Dias ab. Wie viele brauche ich noch? Ich brauche keine Dias mehr, ich bin Fuldia. Jö, genau. Einfach mal am Anfang der Runde Fuldia. Das hatte ich schon so extrem lang nicht mehr. So, ich will keine Schärfe. Ich möchte Rückstoß haben, weil das einfach zu stark ist. Das habe ich, glaube ich, auch schon mindestens 3 Milliarden Mal in meinen Videos gesagt. Dafür brauche ich 4 Level. Ja, es waren 4 Level. Gut, jetzt habe ich auch schon mein gutes Schwert und könnte jetzt eigentlich auch schon drauf gehen, was ich jetzt auch tun werde. Ich muss mich gerade nur ein bisschen sortieren, weil ich gerade nicht richtig hinkriege. So, ich gehe jetzt auf den nächsten Gegner drauf. Ich glaube, hier ist irgendwo... Ja, da ist einer. Boah, das ist gerade knapp. Ich wäre fast runtergeflogen. Wieso greift er mich an? Ich bin Fuldia. Ist der auch Fuldia oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal jetzt mal ein Schärfe 2 Schwert, damit ich ein paar mehr Chancen haben. Ich habe zwar jetzt schon gute Chancen, um zu gewinnen, aber dann habe ich halt noch heftigere Chancen. Genau, jetzt kriege ich einfach 2-mal Rückstoß. Jetzt, da ich keinen Rückstoß brauche, kriege ich 100-mal Rückstoß. Was ist das denn hier wieder für ein Schrott? Ich mache jetzt ein Schärfe 2, Rückstoß 2 Schwert. Und da steht ein Spieler. Hoffentlich sieht er mich nicht. Und links ist einer und da ist auch noch einer. Aber ich werde auf den hier erstmal gehen.
Wenn der nicht so heftigen Rückstoß geben würde. Nein, das ist mein Kill, das ist mein Kill. Okay, der haut ab. Dankeschön für den Kill. So, jetzt kommst du an und ich habe beide tot. Falls dieses Wasser hier mal weggehen würde. Wie viel Wasser wird denn hier platziert? So, der hat jetzt wahrscheinlich überlebt. Wo ist der? Ach, auf einmal steht der ja da. Stirb doch. Stirb. Wie viel hält der aus? Okay, ich bin tot. Ich habe halt keinen Plan, wie viele Herzen ich jetzt habe. Okay, ich glaube, dass ich irgendwie nur noch so ein halbes Herz habe oder so. Ich weiß es nicht. Aber, wir machen mal ein paar Level. So, ich habe jetzt eine Schutz 2 Hose. Keine Ahnung, ob die jetzt so viel besser ist, aber ich glaube, die ist schon ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung. Okay, da ist der nächste Spieler. Und er steht einfach nur AFK rum, guckt nach unten und macht nichts. Mal gucken, wie es enden wird für den. Wahrscheinlich wird er mich mit einem Schlag mit Rückstoß 20 runterschmeißen und dann bin ich weg. Oh, der ist gar nicht AFK, aber der hat einen Apfel. Und er ist weg vom Fenster. Toller Spruch, ich weiß. Bester Spieler, ich wäre da fast runtergefallen. Sieht man den? Habe ich Wassereimer? Ja, ich habe einen Wassereimer, weil mit Spinnweben. Okay, ich sag lieber nix. Der nächste Spieler müsste eigentlich irgendwo da sein, oder ist er über mir? Nee. Ah, der ist irgendwo hier unten. Aber wo? Oh, jetzt habe ich auch noch Fallschaden bekommen. Oh Gott, war das dumm. Okay, der müsste irgendwo hier sein. Ist der da unten oder da? Ja, der ist da unten. Was machst du denn da unten? Und tschüss. Ja, bester Spiel auf jeden Fall. Hat er sich gerettet? Nee, hat er nicht. Yay, ich habe die Runde gewonnen. Da habe ich jetzt auch schon die Runde mit 5 Kills gewonnen. Ich war auf Klo. Ich habe die Runde ja mit 5 Kills gewonnen und bei Phasen war es genauso, dass der die zweite Runde mit 5 Kills gewonnen hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit wie vielen Kills der die erste Runde verloren hatte, aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. Ich habe die Challenge absolviert und ja, das war es dann jetzt eigentlich auch schon vom Video und ich hoffe, euch hat die Challenge gefallen. Wenn ihr noch mehr von irgendwelchen Challenges sehen wollt, dann könnt ihr es ja irgendwie in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch irgendwelche Challenge-Vorschläge schreiben und diese werde ich dann halt auch machen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch ein Däumchen nach oben da lassen. Das wird mich wie immer sehr freuen und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und tschüssi!